wissen Sie eigentlich so generell über den Bezirk Deutsch Landsberg? Ja, wir haben, das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Bezirk, ganz klar, es ist einer, der, wenn man so will, politisch umfedert ist. Es geht darum, dass wir die Menschen, die früher SPÖ gewählt haben, sich da oder dort jetzt abgewandt haben, verstehen, warum sie das getan haben und klar machen, dass wir bereit sind, wieder die den Vertretungsanspruch zu stellen, die Sorgen ernst zu nehmen und ja ganz konsequent zu zeigen, dass wir die sind, die die Lösungen haben. Was sagen diese Leute, warum sie sich von der SPÖ abgewandt haben? Ja, wir haben da eigentlich in den letzten Tagen und auch sehr viel Zustimmung erlebt. Ich bin davon überzeugt, die Menschen erwarten jetzt die Antworten. Wie können wir unser Gesundheitssystem finanzieren? Wie schaffen wir die bestmögliche Qualität im Bildungssystem zu erreichen? Wie sichern wir die Pensionen? Und vor allem, und das ist der entscheidende Teil, wie schaffe ich mir es von meiner Händearbeit tatsächlich was aufzubauen für die Zukunft? Kurz gesagt, warum fahren Sie heute gerade nach Frauendorf? Das ist ein Bürgermeister, der sehr erfolgreiche Arbeit leistet. Ich bin der Meinung, das muss man unterstützen. Die Arbeit der Bürgermeister ist in Österreich unglaublich wichtig. Die sind wirklich, haben das Ohr bei den Leuten. Denen kannst du nichts vormachen. Wenn die erfolgreich sind, dann nur deshalb, weil sie wirklich die Probleme lösen. Und insofern ist das für mich auch ein Zeichen der Anerkennung gegenüber der Arbeit des Bürgermeisters. Freuen Sie sich auf Ihren ersten Wahlkampf? Ja, ich muss sagen, was mich wirklich freut, ist, ich war gestern in Leibniz zum Beispiel unterwegs und da triffst du natürlich unglaublich viele Menschen. Und das ist das, was mir persönlich wirklich Spaß macht. Auf das freue ich mich heute auch schon im Bezirk Deutsch-Landsberg. Du hörst da die Sorgen an, redest ein bisschen, hörst da Zuspruch an, hörst da Kritik manchmal an, sofern es das gibt. Zum Glück ist die deutlich weniger ausgeprägt. Aber das ist für mich wichtig, weil das Entscheidende an der Politik ist ja, alle, die glauben, sie sitzen hinter verschlossenen Polstertüren und geben dann ein paar gescheite Interviews, die haben nicht verstanden, worum es geht. Und unser Ziel muss es sein, die Lebensbedingungen für die Menschen im Land, für die Österreicherinnen und Österreicher zu verbessern. Und das erreichst du nur, wenn du zuhörst, sprichst und verstehst, worum es geht. Was genau nehmen Sie denn von solchen Terminen mit? Wie fließt das in Ihre Arbeit ein? Ja, ganz zum Beispiel kommen wir da jetzt gerade von dem Unternehmensbesuch von der MSG. Dort haben wir darüber diskutiert, wie leicht es für kleine und Mittelbetriebe ist, zum Beispiel Forschungsförderung zu bekommen. Da wird dann darüber diskutiert, ob das System zu bürokratisch ist oder nicht. Das wird zum Beispiel was sein, was ich heute am Abend dann mit den Kollegen in Wien diskutieren werde, wie wir das erleichtern können, weil gerade die Klein- und Mittelbetriebe müssen bessere Rahmenbedingungen haben.